Herzlich willkommen zur nächsten Folge auf Bergmann Reloaded mit mir, dem Marc. Ja, wir machen weiter auf Bergmann. Wir sind ja schon weit vorangeschritten, wenn man das mal so sagen darf. Wir sind hier schön am Raps ernten. Also ein bisschen was anderes tun, weil die ganze Zeit hin und her fahren ist auch kacke. Deswegen werden wir jetzt mal das Feld hier ein bisschen ernten. Vielleicht auch gleich noch ein bisschen vom Mais und so. Mal schauen, wie lange halt wir brauchen, wenn wir Zeit. Na, er ist wieder voll. Schön. Mal schauen, wie lange wir halt dafür jetzt brauchen. Wenn wir uns hetzt ja keiner, ob wir jetzt 5 Tage, 5 Stunden dafür brauchen oder 5 Jahre. Ja, gut, 5 Jahre ist ein bisschen übertrieben, aber trotzdem, also wenn es so ein paar Stunden mehr oder weniger dafür brauchen, ist mir auch egal. Uns hetzt ja keiner. Ja. Ja, aufräumen wollte ich noch. Das muss ich gleich unbedingt nochmal angehen, damit wir auf dem Desktop sieht aus wie Sau. Meine Ordnerstruktur, na gut, die Aufnahmeordner halte ich relativ sauber, dadurch, dass ich da halt jede Woche einmal durchfliege nach dem Betiteln. Also meistens montags oder dienstags, wenn ich dann mit allen Videos für die Woche fertig bin. Ist es dann auch meistens so, dass ich halt alle Videos fertig bin. Schaffe nicht, schade. Habe ich dann ja meistens alle Videos wieder fertig für die Woche. Also hochgeladen, sind dann meistens auch betitelt. Infoboxen drunter, Infokarte ist gemacht und so weiter halt. Thumbnails sind gemacht, jedenfalls beim Hof Bergmann Projekt. Da kommen sie ja, da sind sie halt ja fest eingeplant. Eigentlich könnte man hiervon nochmal eins machen. Das Problem ist, da müsste ich halt den GPS mal rausnehmen, alles mögliche rausnehmen, weil deswegen, ich glaube, bleib jetzt erstmal dieses Jahr noch da, obwohl dieses Jahr ist übertrieben. Das Jahr ist für euch ja schon neu, wir sind ja schon im 18, ich bin noch im alten Jahr, ich bin noch beim 17er. Deswegen. Es ist schon 1,5 Jahre alt oder so in der Richtung. Das ist ja... LS ist schon alt. Wir brauchen ein neues. Naja. Was gibt's denn sonst noch so? Was planen wir 2018 da? Kann ich aktuell leider noch nicht allzu viel sagen. Wir haben ein paar Sachen im Hinterkopf, die ich halt oder auch andere Leute gerne mal machen würden. Und darunter zählt ja ebenfalls auch die oder ein weiteres oder neues Projekt mit ein paar mehr Leuten, was auch, denke ich mal, ganz lustig wird, weil allein das Spiel schon relativ lustig ist mit den Bugs und mit den Sachen. Das wird, denke ich mal, relativ lustig. Da überlegen wir uns, ob wir uns nicht mit 4 oder 5 Leuten zusammentun und das Dinge dann ja mal testen. Oder testen ist übertrieben, aber dass wir das nochmal spielen. Das Spiel ist schon, was haben wir jetzt? Wir haben jetzt 2018. Ist ja schon 2 Jahre alt oder 3. Deswegen. Also das Ding ist schon etwas älter. Aber ich denke, das wird ganz lustig, auch für euch. Wenn wir da mal ein paar mehr Leuten die Bauwelt und sicher machen. Und ja, ich spreche von Bausimulator 2015. Es ist ein relativ altes Spiel, ja, wissen wir auch. Aber ich denke mal, dadurch, dass wir A, relativ viele Leute sind, B, dadurch, dass das Spiel ja immer noch relativ verbuggt ist, wird das, denke ich mal, ganz lustig, wenn wir da zumindest versuchen, irgendwas hinzukriegen, was wahrscheinlich eine relative Katastrophe werden wird. Gehe ich davon aus. Denn, wie weiß, das Spiel war noch nie richtig gut. Das Ding war schon immer verbuggt wie so Hulle. Das wird garantiert nicht besser. Aber ja, mal schauen. Und natürlich soll natürlich auch bei uns noch ein bisschen, nächstes Jahr ein bisschen was mehr kommen. Dadurch, dass wir jetzt ja mit mehreren Leuten auf TS sind. Ach, Entschuldigung. Nicht mit mehreren Leuten, sondern mit mehreren einzelnen Communities sind wir jetzt sehr aktiv auf diesem Teamspeak unterwegs. Dadurch MGC, WZS und Adrians Community, wie man das auch immer, wie man das auch immer richtig ausspricht. Ich glaube, deren TS heißt Lies Milchmann, irgendwie sowas komisches. Er war ja der erste, der bei uns draufgezogen ist. Sich verbündet hat, ich glaube, im Oktober letzten Jahres. Müsste das gewesen sein, Oktober könnte hinkommen.
Dann kam Alex ja vor 1,5 Monaten auch noch dazu. Oder so in der Richtung. Was auch überhaupt nicht geschadet hat. Ich denke, er trägt auch megamäßig dazu bei, dass der Test nicht untergeht. Obwohl man ja auch sagen muss, dass unser Teamspeak immer schon ein bisschen besser aussah als seiner. Also es war halt bei ihm so, dass halt bei ihm zum Ende hin extrem wenig Leute auf dem TS sind. Der es waren und jetzt haben wir halt hier Teamspeak. Oh, Maurice scheint fertig zu sein. Der geht in die Plauderecke. Und jetzt haben wir halt hier Teamspeak, der halt auch voll ist, wo wir halt jetzt drei relativ leicht oder drei relativ wenig besiedelte Teamspeaks haben wir jetzt zu einem gut besuchten Teamspeak gemacht. Wenn wir sagen können, dass wir jetzt aktuell 36 Slots haben, die wir haben, die wir jetzt nicht komplett ausschöpfen, aber die halt doch an manchen Abend mit 70% ausgelastet sind, kann man da, denke ich mal schon sagen, dass das doch gar nicht schlecht ist. Denn warum nicht? Denn es schadet uns nicht. Ob ich den TS jetzt für ein paar Euro mehr pro Monat laufen lasse und dafür eigentlich auch ein bisschen mehr Spaß habe, wenn man das mal so angehen kann. Denn umso mehr Leute drauf sind und umso mehr Arbeit hat man natürlich auch, weil man den Teamspeak ja aktiv halten muss, dass er läuft, dass alles, dass die Probleme behoben werden. Wie auch jetzt gerade hatten wir jetzt ja gerade das Problem mit dieser LAN-Party, die jetzt gerade bei ein paar Leuten veranstaltet werden, die halt das jetzt gerade machen. Der dann auch wieder Teamspeak-Probleme haben, die man dann halt lösen muss, weil halt unser Teamspeak-Bot, der sich halt um die aufgeräumte Teamspeak-Channel kümmert bei uns, halt dafür sorgt, dass zum Beispiel inaktive Leute halt gemoved werden in den NFK. Das ist dann halt so eine Sache, die man halt ganz einfach eben lösen kann, indem ich halt kurz sage, ja, wird halt dieser Channel halt für deren LAN-Party, die dann heute ist, halt ausgenommen. Das heißt, da können die ganzen weiterspielen. Das ist halt dann einfach so Probleme, die dann halt kurzfristig ohne große bürokratischen Krimskrams, der halt auch bei uns auf dem Teamspeak ab und zu ein bisschen einhält, finde ich. Ist natürlich so jetzt mit ganz vielen Leuten, die halt aktiv auch was sagen dürfen auf dem Teamspeak. Dadurch, dass wir die neue Admin-Struktur auf unserem TS haben, hat sich natürlich einiges dahin getan. Also es hat sich halt wirklich einiges getan. Wir waren ja vorher auf dem Teamspeak allein mit WZS, waren wir zwei Admins, aber ich und Maurice. Da hat sich jetzt auch erstmal nichts dran getan, aber wir haben jetzt erstmal gesagt, dass von jedem zukömmigen Community-Byte, oder also von jedem Community, davon halt weitere zwei Admins kommen. Natürlich, wir haben jetzt aktuell nicht 6 Admins, sondern nur 5. Oder eigentlich 4 Admins plus meine Wenigkeit. Denn ich zähle mich irgendwie nicht so als Admin. Ich bin habe ich auch irgendwie irgendwo meine Rechte. Die höchsten, wenn man das mal genau sagen möchte. Aber ja. Man könnte vielleicht noch eine Sache ändern. Guck, was auf dem TS im See war, und das müsste man dann halt ändern oder so. Und dadurch, dass ja Alex ebenfalls noch mein Teamspeak-Techniker mit ist, denn zweit ist das bedeutend angenehmer als alleine. Aus dem ganz einfachen Grund, Sachen muss man auch testen und dann hat man halt mal ein Problem. Findet es nicht. Das ist bei mir so, das ist bei Alex so, dann findet man halt was nicht. Dann guckt der andere aus Versehen mal auch dazu, weil er meistens, wenn wir das was beim TS arbeiten, sind wir meistens auch zusammen im Teamspeak. Logisch. Offen haben wir es mal eh. Gucken wir halt, dass wir halt Probleme oder beziehungsweise dann das, was wir halt ändern wollen. Jetzt zum Beispiel zur letzten Teamspeak-Besprechung am 29. Weitere Infos findet ihr im Infobot ab spätestens 2.1. Ich weiß noch nicht, ob ich die heute fertig schreibe. Dann findet ihr halt da auch wieder Informationen, was halt geändert ist. Und natürlich haben wir dann ja auch bald noch eine Homepage, wo aktuell dran nicht, wir haben aktuell noch nichts davon. Es ist zwar besprochen worden, dass wir halt uns auf Dauer einholen werden, aber es muss halt erstmal geguckt werden, woher holen wir uns die, was brauchen wir. Natürlich, wir haben alle Ahnung davon, also es ist jetzt nicht so, dass wir davon alle keine Ahnung hätten. Es ist aber so, dass wir halt aktuell sagen,
dass wir halt erstmal gucken müssen, wie soll unsere Domain heißen, was nehmen wir für eine Domain, woher kriegen wir diese Domain, wo ist vielleicht auch ein günstiger Anbieter, wo finden wir vielleicht auch das in einer Kombi, also vielleicht, weil wir Webspace und Domain benötigen. Ja. Und das wird dann halt so einfach so eine Kombi zwischen das und das. Das heißt, das müssen wir uns erstmal angucken. Und wir wollten halt auch noch mal gucken, dass wir uns halt die ganzen Kosten, die wir aktuell hier haben, so als Tausch noch mal kurz das mehr weggeben, das... Hä? Achso. Ich hab komplett, da ist das Teil, ja. Dadurch, dass wir uns das erstmal angucken müssen, auch wir mal auflisten wollen, wer aktuell überhaupt irgendwie für was pro Monat bezahlt, weil das ja aktuell auch eine Kostensache ist. Ich bin, glaube ich, aktuell der Einzige, der auch was bezahlt, weil ich ja Teamspeak habe, ich bezahle den Teamspeak-Bot, den Musik-Bot bezahle ich. Ja, deswegen das bezahle ich ja aktuell alles. Und da wollten wir halt auch mal gucken, was denn im Endeffekt wir überhaupt alles pro Monat ausgeben. Vor allem, wenn dann später nochmal Server dazukommen oder sonstige Sachen, was ja auch im Jahre 2018 wahrscheinlich mal passieren wird, dass wir uns wahrscheinlich wieder in, wahrscheinlich denke ich mal, zum 2019 dann noch einen S-Server holen werden. S19-Server dann denke ich mal, kann ich zwar aktuell noch nicht versprechen oder so, aber ich gehe mal davon aus, dass wir spätestens im 2019 dann nochmal einen Multiplayer-Server machen werden oder Projekt zumindest versuchen mit ein paar Leuten. Wir tauschen jetzt erstmal unsere Fahrzeuge aus. Jetzt passe ich da wahrscheinlich mit dem Drescher nicht mehr durch, oder? Ah. Oder doch, passe ich. Nee. So. Ankoppeln. Und dann machen wir weiter. Vollgas. Wow, nicht schief. Ja, deswegen, also wenn wir mal im Jahre 2018 gucken. Also in diesem Jahr für euch, für mich im nächsten Jahr. Bin ja immer noch, ich habe ja noch ein paar Stunden, bis ich Jahre 2018 unter den Videos schreiben darf. lasst euch da mal überraschen, die Homepage soll natürlich Newsfeed, aber auch Hilfen für euch bergen. Oder enthalten, eher gesagt, bergen ist übertrieben. Enthalten, wo halt auch Tipps stehen, wo halt auch Vorstellungen stehen von uns, warum wir überhaupt hier so in dieser Konstellation sitzen. Wo wir halt vielleicht auch Meilensteine aufschreiben werden oder so. Das könnte man halt alles dann nochmal überlegen. Zum Beispiel, dass wir halt vielleicht noch so einen Reiter machen, unsere YouTube-Kanäle, weil wir doch ein paar YouTuber auf den Teams bekommen, das ist immer WCS und Stadtbaumeister, dass wir da vielleicht da auch noch irgendwas in Kombi machen oder so. Wir müssen halt mal ganz gucken, was ist da uns halt im was sich da bis zum Jahre alles ergibt. Aber die Homepage finde ich schon eine relativ angenehme Sache, vor allem wenn dann halt auch ein Kosten abgenommen werden, denn ich möchte nicht unbedingt alles tragen an Kosten. Alter, wird das schnell voll. Alter Vater. Schau, jetzt. Ich mach das mehr, so wenn wir auf direkt den CP laufen lassen. Ich sitze da auf dem Acker. 22 ist das. Zick. 6 Meter machen wir aus. 55. Zit. Zeig mal. Ah. Am ersten Punkt. Und wir fahren jetzt mal mit dem weg, da steht er. Nummer 45.000 Raps. Dann holen wir jetzt gleich noch das Mais ab. Ich werde jetzt gleich mal kurz eine Kaffeepause machen. Was ist da? Ich habe noch irgendeine Nachricht bekommen. Mal kurz gucken, ob es wichtig ist. Ja, ist wichtig. Es sieht zumindest aus, als wäre es wichtig.
Gut, dann auf jeden Fall bereitet euch mal im Jahre 2018 vor, dass sich ein bisschen was ändern wird, auch so vielleicht nochmal auf dem Kanal, vielleicht nochmal ein paar neue Projekte. Ich hätte da zum Beispiel auch ein bisschen Lust auf so ein Quizprojekt oder so. Vielleicht, dass dann vielleicht ein paar Leute vom Teamspeak oder so mitmachen. Ein bisschen als so, ja. Also halt einfach so ein bisschen als so Quiz-Game oder so. Wo halt so Gaming-Sachen drankommen, aber auch vielleicht ein paar politische Sachen oder sonstiges. Und einfach Allgemeinwissensfragen, die man halt wissen muss. Ratespiele oder sonstiges, und das fände ich eigentlich auch relativ gut als Projekt. Keine Ahnung, was man hat, kann man dann vielleicht so staffelweise machen oder so. Weil es ja auch so ein bisschen aufwendigeres mit ist, mit auch vielleicht, da kann man vielleicht so Fußballfragen mit reinnehmen oder Games-Fragen oder so. Wie viele LS-Teile gibt es, wie viele OMSI-Teile gibt es oder sowas halt. Dass man halt einfach da so eine bunte Mischung macht und denke mal, das könnte ganz lustig werden. Ja, aber ich bedanke mich jetzt erstmal wieder fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder zu einer neuen Folge auf Backman. Bis dann. Danke. Ciao.